Na, ganz entscheidend ist, dass es jetzt eine Verpflichtung gibt, Deutsch zu lernen, Wertekurse zu besuchen und gemeinnützige Arbeit zu leisten, wenn man keinen Job in Österreich findet. Wer das nicht tut, der muss mit Sanktionen rechnen, die Streichung von Sozialleistungen. Und zum Zweiten haben wir auch Symbole der Gegengesellschaft verboten. Also die Vollverschleierung ist in Zukunft in Österreich verboten, also Burka und Niqab oder auch zum Beispiel Koranverteilaktionen durch Salafisten. Diese sogenannten 0-Euro-Jobs oder 1-Euro-Jobs, wie es ursprünglich geheißen hat, waren ja etwas umstritten. Wie soll das genau ausschauen jetzt? Das bedeutet, wer in Österreich ist, als anerkannter Flüchtling und keinen Job findet, der soll unserem Land etwas zurückgeben. Der muss arbeiten in gemeinnütziger Tätigkeit und das verlangen wir von ihm und das halte ich durchaus auch für legitim. Das ist auch keine Bestrafung, sondern es ist für den Einzelnen ja auch gut, weil wenn er einen Beitrag in unserem Land leistet, wird sein Selbstwertgefühl steigen, er wird Respekt seitens der Mehrheitsbevölkerung ernten und er wird vor allem auch in Kontakt kommen mit Österreicherinnen und Österreichern und das ist wichtig für die Integration. Das Integrationsjahr ist ein Qualifizierungsjahr, wo wir sehr stark auf Ausbildung setzen. Es ist eine Maßnahme des AMS, dass alle Asylberechtigten, alle Flüchtlinge auch mit hoher Bleibewahrscheinlichkeit durchlaufen. Das dauert 12 Monate, das sind Sprachmaßnahmen, das sind Bewerbungstrainings, das sind Kompetenzchecks, die gemacht werden und unter anderem auch ein Modul, das Arbeitstraining heißt, wo es darum geht, Arbeitserfahrung zu sammeln, um dann auch die Leute auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten. Und das geht's. Es geht nicht darum, einen zweiten Arbeitsmarkt aufzubauen. Es geht nicht um einen Niedriglohnsektor, dass die Leute im Niedriglohnsektor gehalten werden, sondern es geht um eine Maßnahme des Arbeitsmarkts und darum, dass die Leute einfach qualifiziert und ausgebildet werden. Im Integrationsgesetz sind auch weitere Punkte, wie zum Beispiel das sehr umstrittene Burka-Verbot. Das hat ja im Anfang sehr viel Aufsehen erregt. Wie hat man sich da jetzt, die SPÖ mit der ÖVP, sich einigen können? Wir haben uns geeinigt auf das Verbot der Vollverschleierung im öffentlichen Raum. Ich habe auch immer gesagt, dass ich persönlich gegen die Gesichtsverschleierung bin, dagegen bin, dass Frauen ihr Gesicht verhüllen, weil ich es auch als eine fundamentalistische Auslegung der Religion empfinde. Und wir haben uns darauf geeinigt und das ist jetzt auch das Ergebnis des Integrationspaketes. Ein wichtiger Teil sind auch die Deutsch- und Wertekurse. Was bedeuten denn die jetzt für die Flüchtlinge? Es hat vorher schon diese Wertekurse gegeben und uns geht es ja darum, dass Menschen, die zu uns kommen, auch natürlich vertraut gemacht werden mit den Werten der Gesellschaft, mit der Demokratie, mit dem Rechtsstaat, mit der Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann, dass man das auch vermittelt. Was ist die Gesellschaft, in der wir hier leben? Und damit sich auch die Menschen auch orientieren können, damit sie auch besser die Umgebung und die Gesellschaft, in der sie leben, auch begreifen, verstehen und sich auch an dem orientieren können.